Folge Nummer 71. Wir befinden uns immer noch in den tiefen Wegen und ja, eines vorweg erstmal. Ich habe das letzte Mal nicht gespeichert und das Spiel ist einfach abgekackt, als ich die Aufnahme starten wollte. Das heißt, ich musste ab dem letzten Spielstand nochmal spielen und habe versucht, den Weg 100% nochmal genauso zu gehen, wie wir ihn gegangen sind. Hab's aber nicht ganz geschafft und der Loot ist natürlich ein bisschen anders ausgefallen. Wird erledigt. Also nicht wundern. Ich wollte gerade nur mal gucken, was ich eigentlich für Zauber habe. Vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Tod allen Tauben! Tod allen Tauben? Das sind keine Tauben, Schell. Noch mehr nach! Ich bin fertig. Ein Seidenteppich, den können wir bestimmt einfach nur verkaufen. Darf ich daran baden? Wer hat die Tiefenlaurer und die Genlocks getötet? Halt, das ist kein Genlock, das ist ein Zwerg, genau. Oh, 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 die haben... Das war bestimmt noch nicht der letzte. Na toll. Nochmal einen Feuerball reinhauen. Wird erledigt. Noch nicht vorbei! Halt sie zurück! Waren das jetzt die letzten? Schaut so aus, oder? Wer seid ihr denn überhaupt? Ihr habt uns aus einer prekären Lage befreit. Seid dafür bedankt. Ich bin Lord Enver Days. Was macht denn ein Mensch hier draußen? Ich hab euch gesucht. Weist eure Trachte an, nicht für Lord Harrowmont zu stimmen. Und warum sollte ich das tun? Harrowmont und ich haben sehr viel Respekt voreinander. Ja, seht selbst, ich habe hier zwei Schuldscheine. Ich verstehe nicht, was könnte... Das ist unsere Abmachung mit Lord Harrowmont, aber... Dieser Betrüger! Er hat dasselbe Land auch Helmy versprochen! Danke, dass ihr mich davon in Kenntnis setzt. Ich stehe nun doppelt in eurer Schuld. Für mein Leben... Und für die Geschicke meines Hauses. Werdet ihr eure Tochter anweisen, nicht für Lord Harrowmont zu stimmen? Wir werden keinen Mann unterstützen, der meine Familie derart vorführt. Ich werde jedem von Harrowmonts durchtriebenem Betrugsversuch erzählen. Gut. Ich muss zurückkehren. Meine Männer müssen ruhen und ich will das hier untersuchen. Möchtet ihr uns begleiten? Ja, sicher. Wisst ihr mehr Leute, das. Je mehr Leute, desto sicherer. Stimmt's? Dann auf nach Osama, bevor noch mehr Bestien unsere Witterung aufnehmen. Yep, sehe ich genauso. Da brauchen wir nicht zurücklaufen. Dann geht das etwas schneller. Der Schurke ist verstohlen genug, um auch im Kampf die Chance auf einen erfolgreichen Schleichversuch zu haben. Er muss allerdings heftige Abzüge auf Verstohlenheitsprüfung im Kampf nehmen.
Inhalt wird gespeichert. Bitte schalte dein System nicht aus. Da ist Lord Days. Komm, wir reden einfach nochmal mit ihm. Danke für eure Dienste. Ja, kein Thema. Das Haus Days dankt euch. Ja, kein Thema. Die grauen Wächter danken euch, wenn ihr für Lord Wayland stimmt. Ich mag Caramond aus irgendeinem Grund nicht. Erhebt eure Stimmen für Lord Wayland! Wir merken alle, dass Veränderungen erforderlich sind und Lord Wayland wird uns Wohlstand bringen! Ja, das ist gut. Gut, die Gunst eines Prinzen aus der Erinnerung verschwunden. Orthanteig. Jetzt sind wir gar nicht zum Orthanteig gegangen, aber ich glaube, das konnten wir auch gar nicht. Wir müssen jetzt, kehre zu Warthag zurück. Genau, wir müssen jetzt zu Warthag zurückkehren. In der Halle der Versammlung war der. Na, Adlige. Hört sich gut. Hier in eurer Stadt. Weit weg von den tiefen Wegen. Wo ihr sicher seid vor der dunklen Brut. So, Warthag. Lady Days kam gerade ganz aufgelöst hier vorbei. Sie erzählt jedem, dass Harrowmont ein Lügner und Schuft ist. Gute Arbeit. Ihr habt es mit der Hilfe für uns also ernst gemeint. Seid ihr jetzt bereit, Balin zu treffen? Natürlich, bringt mich zu ihm. Ich warne euch, benehmt euch. Und lasst eure Waffen beiseite. Ich habe keinen Grund, dem weh zu tun. Es sei denn, er gibt mir einen Grund. Und benehmen tue ich mich eigentlich immer. Außer gegenüber Elfen. Da gucke ich ganz gerne mal in Kisten rein, in die ich nicht reingucken darf. Da bin ich mal gespannt, was der Lord Balin uns, Prinz Balin uns zu erzählen hat. Ich bin beeindruckt, Wächter. Nicht viele Außenstehende begreifen nach so kurzer Zeit Orsamas etwas verworrene Politik. Ich bin Prinz Balin. Vortek hat mir erzählt, dass ihr gegen den Emporkömmling vorgeht, der den Thron meines Vaters an sich bringen will. Ach, weißt du, eigentlich ist die Politik von euch Zwergen gar nicht so kompliziert. Die ist nur etwas alt. Werden Zwergenkönige nicht gewählt? Ich hörte, dass König Anduin euch keinesfalls als Herrscher wollte. Das habe ich nicht gehört, nein. Mir geht es nur um Truppen für den Kampf gegen die Verderbnis. Ihr schätzt Harrowmont wohl nicht sehr. Harrowmont hat sein Leben in der Versammlung verbracht. Seine Führungsqualitäten sind Kompromiss und Kapitulation. Das kann Orsama aber nicht gebrauchen. Die dunkle Brut sammelt sich für eine Verderbnis. Die Länder der Oberfläche sind zerrissen. Wir brauchen jetzt einen starken Anführer, der der Versammlung die Stirn bietet. Jemand, der herrscht und nicht überredet. Jemand, der skrupellos genug ist, seinen Bruder zu töten? Was? Wo hören wir denn die ganze Scheiße? Was würdet ihr als König anders machen? Es gibt nur eine wichtige Sache, wenn ich den Thron bestiegen habe. Die Verderbnis. Wir brauchen völlige Einigkeit, um diesen Kern des wahrhaft Bösen zu bekämpfen. Ja, aber wenn die Dunkelbrut weg ist, rückt die Politik wieder in den Vordergrund. Doch solange diese Debatte andauert, kann ich euch die benötigten Truppen nicht zur Verfügung stellen. Ihr habt selbst gesehen, unsere Stadt ist ein Tollhaus. Das Verbrechen nimmt Überhand. In so einem Chaos könnte ich den Thron nicht lange halten. Wollt ihr etwa eure Worte zurücknehmen? Ich habe nur versprochen, mir eure Geschichte anzuhören. Ich werde helfen, sobald ich kann. Aber erst müssen die Truppen Javia und ihre sogenannte Charta bekämpfen. Ich habe gesehen, wie Javias Männer einen Händler bedroht haben. Sie wissen, dass Orsama uneins ist und sich nicht um sie kümmern kann. Das hat sie kühner werden lassen. Wenn ich der Stadt zeige, dass ich mit so einer Gefahr fertig werde, würde das meine Position sicher stärken. Warum sollte ich bisher nicht mit ihr fertig geworden? Sie operiert im Geheimen und ist im Moment die Anführerin einer Gruppe, die Orsama schon seit Jahren heimsucht. Sie sind in der Stadt des Staubs, unter der Stadt. Nur Kastenlose leben dort. Und die helfen unseren Wachen aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen nicht. Außerdem haben sie bis zum Tod meines Vaters nur ihresgleichen bedrängt. Aber jetzt greifen sie ehrbare Bürger an. Ja, was bekomme ich denn dafür? Ich kann das ja nicht aus der Güte meines Herzens tun.
Wenn ihr das tut und ich König werde, gebe ich euch für den Kampf gegen die Dunkle Brut so viele Truppen, wie ihr braucht. Wir haben nur wenige Informationen über Javier. Ihr Hauptquartier ist in der Stadt des Staubs, dem untersten Teil der Stadt, und meine Männer haben dort kaum Kontakte. Aha. Vielleicht reden die Kastenlosen eher mit jemandem von draußen. Ich sehe es mir an. Mehr kann ich allerdings nicht versprechen. Ich kann nicht um mehr bitten. Aber erst wenn das Problem gelöst ist, kann ich euch helfen. Ja. Und jede Minute, die wir warten, bringt neue dunkle Brut ins Land der Menschen ein. Schlauer Mann. Er sagt genau das, was wir hören wollen. Sagt aber nicht, was er eigentlich als König verändern will. Das macht mir ein wenig Sorge. Aber wie gesagt, er genau das, was wir hören wollen. Er weiß genau, was er sagen muss. Wäre also eigentlich gar kein schlechter Anführer. Gut, er ist aber auch ein Prinz, ne? Er hat bestimmt von seinem Vater gelernt. Da ist nochmal Vortec. Wir reden nochmal mit ihm. Der Prinz weiß eure Dienste zu schätzen. Okay. Der Prinz weiß unsere Dienste zu schätzen. Wo ist der Ausgang? Ehrlich, wo ist der Ausgang? Ist der da vorne? Tür? Ihr tut gut daran, den rechtmäßigen. Ein Brief. Sehr schön. Ein Brief von Ricker. Ein Brief an Prinz Belen. Verehrter Prinz Belen, ihr seid zu gut zu mir. Ich bin klein und unbedeutend und verdiene eure Aufmerksamkeit nicht. Aber dass ihr meine Anwesenheit toleriert, zeigt, dass ihr ein wahrer Prinz seid. Ich kann euch nicht genug für die wunderbare Halskette danken, die ihr mir geschenkt habt. Ich werde sie stets ehren und versprechen, sie bei unserem nächsten Treffen zu tragen. Ich weiß, dass meine Dankbarkeit euch nichts bedeutet, aber dennoch muss ich es wiederholen. Danke. Ich werde immer eure unterwürfige und ergebene Dienerin bleiben. Hochachtungsvoll R. Das ist die Riker, das wissen wir. Commander Riker. Das sind Belens Gemächer. Okay. Platzen wir einfach mal in Belens Gemächer rein, oder wie? Wohin geht's hier? Andere Gemächer. Noch ein Buch. Trians Tagebuch. Das Tagebuch von Triana Duken. 21. Verwentes. Gorim läuft herum und will Teil der Punkrüstung meiner Geschwister für das Fest fertig machen. Habe ihn aufgehalten und gefragt, wie die Vorbereitungen laufen. Er sagte, einer der Armschützer habe noch einen Fleck. Ziemlich beeindruckend Arbeitseifer. Er ist unserer Familie treu gegeben. 23. Verwentes. War auf dem Weg zu Vater, um den Vertrag zu besprechen, als ich ihn alle auf einem Boten traf. Auf die Frage, warum er im königlichen Palast herummurmelt, murmelt er etwas von einem Geschenk für den neuen Kommandanten und bittet mich, fleht mich beinahe an, meinem Geschwister einen Gegenstand oder so zu übergeben. Mich, der Thronherr von Orsama, ist nicht der Erfüllungsgehilfe eines Boten. Er hat die Stelle vermutlich noch nicht lange. Habe ihn rauswerfen lassen. Mir kommt jetzt noch die Galle hoch. Ganz schön arrogant, der Kerl. Habe später erfahren, dass Belen dem Boten gesagt hat, dass der schnellste Weg, unserem Geschwister etwas zukommen zu lassen, über mich wäre. Darum sollte er warten, bis ich vorbeikäme. Wie unschicklich für einen Prinz von Orsama. Er muss endlich erwachsen werden und einsehen, dass er Mitglied des Königshaus eine Verantwortung hat. Da fehlt wahrscheinlich ein Komma, dass er, Mitglied des Königshaus, eine Verantwortung hat. 24. Verwentes. Habe heute Morgen Belens kleine Spielgefährtin schon wieder in den Gängen vor seinem Schlafgemach gesehen. Wollte sicher stehlen und war voller als beanständigen Damen. Versteckte Juwelen möglich? Habe jedenfalls so getan, als hätte ich sie nicht gesehen. Zu peinlich sonst. Wenn Belen sie bei sich haben will, soll sie in seinem Zimmer bleiben. Mein kleiner Bruder hat nur sein Vergnügen im Kopf und denkt nicht an seine Pflichten als Prinz. Muss bei Zeiten mal über Disziplin mit ihm reden. Habe im Moment leider nicht zu viele Aufgaben, die Vater mir aufgebürdet hat. 26. Verwentes. Muss kleines Symbol der Dankbarkeit an Jailer Helmi schicken. Bündnis zwischen Helmi und der Duken muss stark bleiben. Lady Jailer wird Heiratsantrag natürlich annehmen. Werde ja schließlich früher oder später König. Aber Höflichkeit schadet nie. Dann bleibt die Dame mir zugeneigt.
Angeblich verkaufen ein paar Oberflächen Seide. Pirate soll was Nettes besorgen. Jalias Lieblingsfarbe, Türkis. 18. Verwirrt ist. Tornei zu Ehren meines Geschwisters wird abgehalten. Für mich gab es bei der ersten Ernennung kein Tornei, dabei bin ich Thronerbe. Was soll das? Muss auch zum Tornei Präsenz zeigen. Orsama darf nicht vergessen, dass ich der nächste König werde. Aus dem Tagebuch von Trian Edukin. Der war ziemlich arrogant. Aber verdammt arrogant. Ich glaube auch nicht, dass Belen dem Diener was Schlechtes wollte. Ich glaube, der Belen hat einfach nur nicht dran gedacht, dass sein Bruder so verdammt arrogant ist. Ach, Moment, hier kamen wir schnell. Eure Dienste genau. Für das Haus Edukin ehren. Dann gehen wir hier lang. Noch eine Kammer. Noch ein Gemach, dass wir hier einfach so lang gehen dürfen. Wildren, der Kräuterkundige und Lady Brodance. Seid bitte still. Meine Patientin braucht Ruhe. Narren und ihre Politik. Das Gift sollte vermutlich den König umbringen. Und sie hat die Dosis aus Versehen abbekommen. So etwas Starkes habe ich noch nie gesehen. Tut mir leid, das zu hören. Lebt wohl. Ihr könnt sie nicht heilen? Es ist ein höchst eigentümliches Gift. Die Zutaten für das Gegengift sind so selten, dass es ohnehin keine Rolle spielt. Wenn ihr diese Dinge besorgen könnt, wäre ich euch dankbar. Aber ich bin nicht sehr zuversichtlich. Der Stein wird sie bald zu sich holen. Wer ist das überhaupt? Ungewöhnliche Maßnahmen. Was müssen wir denn holen? Ein Kräuterkundiger im königlichen Palast hat dir das Rezept für ein zwergisches Königsmord-Gegengift gegeben, mit dem du einen vergifteten Adligen heilen kannst. Da wäre... Ich habe nämlich keinen Codex-Eintrag oder so bekommen, glaube ich. Quest bezogen? Keine Ahnung. Lady Brooks. Ein Arm muss aus Sylanholz. Besser als unsere. Alter, halt die Fresse. Gut, wir haben irgendein komisches. Ich verstehe es immer noch nicht, was für ungewöhnliche Maßnahmen. Was will der von uns? Ich weiß es nicht. Zugang zu Javias Versteck. Dringend Javias Versteck ein. Du musst einen Weg an Javias Versteck finden. Vielleicht entdeckst du ja in der Stadt des Staubs Hinweise darauf. Gut, dann machen wir uns auf in die Stadt des Staubs und ich könnte wetten, dass wenn wir hier aus den königlichen Gemäßern gehen. Ah, ist das königliche Anwesen? Aha, dann gehen wir nochmal andersrum. Dass wenn wir das königliche Anwesen verlassen und wir wieder in Orsama sind, dass uns dann gleich der Vertreter von Harrowmont oder Harrowmont persönlich anquatscht. Hier ist nochmal Belen. Das sind scheinbar seine Gemäßer oder die Gemächer des Königs. Das heißt, wir gucken uns nochmal ein bisschen um. Da ist noch eine Truhe. Ich glaube, die haben wir gerade geöffnet, oder? Moment, kann man geöffnete Truhen nochmal öffnen? Nein, kann man nicht. Das heißt, ich habe sie übersehen. Egal. Also doch wieder zum königlichen Anwesen und dann zurück nach Orsama und dann in das Steineviertel und dann... So war gar kein Ladescreen. Ich dachte, wir müssen ein Ladescreen kommen. Also jetzt ins Diamantenviertel, dann ins Ständeviertel und dann in die Stadt des Staubs und dann fragen wir da mal ein bisschen rum. Und ich glaube, euch weiß auch schon, wer uns da helfen kann. Und zwar die Frau, deren Kniescheiben zertrümmert wurden. Wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit N. Naressa oder sowas. Und jetzt redet uns bestimmt gleich irgendein Vertreter von Harrowmont an. Oder auch nicht. Graue Wächter in Orsama erkennen Lord Belen an. Klare Absage an die rückständige Politik von Lord Harrowmont. Ja, natürlich. Nutzt Belen das jetzt zu seinen Gunsten. Und was hast du zu schreien? Nichts, was ich sage, ist nachweisbar falsch. Ja, aber auch nicht nachweisbar richtig. Gut, dann geben wir uns jetzt ins Ständeviertel
und dann in die Stadt des Staubs. Der Zirkel der Magie wurde von der Kirche gegründet, um die Magier des Landes im Auge zu behalten. Nett. Nackfängerbäume. Ich glaube, wir haben noch einen Nack, oder? Quatsch, nicht Liliana. Mit dir will ich nicht reden. Ich kenne diesen Blick. Ihr habt doch etwas im Sinn, oder nicht? Nein, eigentlich nicht. Ich will nur dem Nackfänger seine Nacks geben. Ihr seid der beste Fänger, den ich je gesehen habe. Aber da draußen, ihr seid... Okay. 24 Silberlinge für 2 Nacks. So, wo ist die Stadt des Staubs nochmal? Da hinten, oder? Nanu? Ich hab das Gefühl, da kommt jetzt ein Kampf. Belen hat den Wächter bestochen! Setzt ihm ein Ende! Für Harrowmont! Das sagt schon einiges aus, wenn sie gleich annehmen, dass Belen uns bestochen hat. Wird erledigt. Ich werde es tun. Gott, das unterstreicht dann auch gleich unsere Meinung, dass Belen die bessere Wahl ist, wenn seine Leute uns auf der Straße angreifen, nur weil wir ihn nicht unterstützen. Was für Idioten. Die hätten doch mit uns reden können. Versuchen, uns zu überzeugen, aber nein, sie müssen sagen, oh, Belen hat den grauen Wächter bestochen. Graue Wächter sind nicht bestechbar. Wir sind nicht bestechlich. Wir machen alles nur aus reinster Überzeugung oder weil wir keinen Bock auf irgendwas anderes haben. Wir sind in der Stadt des Staubs, hier war doch noch irgendwo der Nackfänger, oder nicht? Vielleicht hat er ja wieder... Ja, vielleicht ist er ja unterdessen zurück. Ah, da ist er ja. Der untätige Zwerg. Ich habe eine. Ziemlich eklig, aber auch ziemlich groß. Okay, und wie viel willst du jetzt dafür? Weiß nicht. Ich nehme alles, was ihr mir geben wollt. Aber sie ist fett und schon was wert. 20 Silberlinge? Ich wusste, ihr würdet zu eurem Wort stehen. War mir ein Vergnügen. Ich hätte ihm jetzt auch 40 geben können. So. Ich glaube, das ist ein Geschenk. Moment, wir können ja mal Liliana gucken, ob der Bogen besser ist. Nö. Wieso kann die eigentlich Marjolins Bogen immer noch nicht benutzen? Geschicklichkeit. Ja. So, niedliche Nack. Oh, eines dieser unterirdischen Hasenschweine. Oh, seht doch nur. Komm her, du. Ja, Vorsicht, er kneift. Ich kann nicht glauben, dass ihr so ein dreckiges Tier wirklich haben wollt. Er braucht nur ein Bart. Hör nicht auf den bösen Mann. Du bist nicht dreckig. Vielen Dank. Der Tag ist gerettet. Ja, dein Tag ist vielleicht gerettet. Meiner ist jetzt... Ach du Kacke. Jetzt haben wir so einen bescheuerten Lack die ganze Zeit bei uns rumrennen, oder was? Okay. Da ist die Nadesta. Nadesta. Genau. Und mit der wollten wir reden. Die kann uns bestimmt weiterhelfen. Habt ihr noch nicht genug von der Baukunst der Stadt des Staubs? Soll die alte Nadesta für euch den Fremdenführer spielen? Ja, erzählt mir von der Stadt des Staubs. Ihr seht es ja selbst. Unbearbeiteter Fels, wo die Kastenlosen leben, weil wir sonst nirgendwo willkommen sind. Wir werden in Orsama gezeichnet geboren. Und verbringen unser ganzes Leben in der Stadt des Staubs. Aha. Okay. Kennt ihr eine Frau namens Javia? Kennen? Wir haben zusammengearbeitet. Javia hat die Charta vor weniger als einem Jahr übernommen. Und heute trägt jeder zweibeinige Staubfresser ein Schwert in ihrem Namen. Ah.
könnt ihr mich zu ihr bringen vielleicht? Ich stehe nicht mehr in ihrer Gunst. Und Javier hat seit kurzem den reinsten Verfolgungswahn. Alle Mitglieder der Charta haben Fingerknochen bei sich. Darauf kratzt sie Zeichen, damit sie weiß, dass es ihre Leute sind. Es gibt in der ganzen Stadt Türen zu ihrem Hauptquartier. Aber es ist immer nur eine geöffnet. Und ohne Zeichen erfahrt ihr gar nicht, dass da eine Tür ist. Ah, wie komme ich an so ein Zeichen? Da kann ich euch nicht helfen, Salrocker. Die Charta-Mitglieder verwahren sie sehr gut. Aber das ist doch etwas wert, oder? Ein bisschen vielleicht. Wenn ihr mich nicht zu Javier bringt, gibt's auch kein Geld. Na gut, ich gebe euch 10 Silberlinge, aber passt auf euch auf. Ich denke an euch, wenn ich mit vollem Magen zu Bett gehe. Na, ich hoffe mal, dass ihr nichts Böses denkt. So, ich bin gerade kurz was am Checken. Okay, bin wieder da. Na, der ist da. Die meinte diese Tür. Haus in der Stadt des Staubs. Nun, wen haben wir denn hier? Oder nicht? Javier sagte schon, dass ihr Ärger sucht. Glückwunsch, ihr habt ihn gefunden. Sind wir hier richtig? Ich hoffe doch. Wach, Feinde! Wieder alle schön auf einem Haufen. Tötet mich nicht! Verdammte Ahnen, was haben sie euch an der Oberfläche bloß beigebracht? Ihr kämpft ja wie ein Erzdämon! Beim Stein, seht sie euch alle an! Zeigt mir, wo ich Javier finde, sonst gesellt ihr euch zu euch. Das Hauptquartier ist unter der Stadt. Ihr kommt durch die Mauer des dritten Hauses in dieser Zeile hinein, steckt das Zeichen in den Schlitz, dann öffnet sie sich. Lasst ihr mich jetzt gehen? Nein, ihr sterbt jetzt wie alle Handlanger von Javier. Ja, und ihr solltet nicht bei Javier sein, wenn ich dort ankomme. Wirklich? Oh, danke. Ihr seid ein gutes Wesen. Sagt man das so? Mögen die Ahnen euch eure Gunst gewähren. Seid gesegnet. Der hat keine Ahnung, wie man Komplimente macht, weil er so lange ein Gauner war vielleicht. Ich hab den Badass-Moment versaut, indem ich mich versprochen hab. Nein. Egal. Tür. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Ja, mach mal. Ein Silberkelch. Der besteht bestimmt nicht aus Silber. Der ist bestimmt einfach nur versilbert. Wie lieb von euch. Ich danke euch sehr. Ich habe doch gar nichts gemacht, Liliana. Nur weil ich dir erlaube, Türen zu öffnen, musst du nicht gleich irgendwie sülzig werden. So, gehen wir wieder in die Stadt des Staubs. Und wo ist die geheime Türe? Da ist sie, verdächtige Tür. Diese Tür scheint aus massivem Stein zu bestehen, es ist kein Öffnungsmechanismus erkennbar. Bei näherer Betrachtung fällt dir ein kleiner verborgener Schlitz auf, gerade groß genug für einen Finger. Den Fingerknochen in den Schlitz legen. Die Tür wird entriegelt und weiter geht's. Einige Zauber wie der Feuerball verletzen alle Charaktere im Wirkungsbereich. Setze sie also mit Bedacht ein. Ja, nö, wir spielen hier auf leicht und deswegen müssen wir gar nicht darauf achten, ob wir Freunde verletzen oder nicht. Massenverringerung. Der Zauber richtet einen Strom reinigender Energie auf alle Gruppenmitglieder, wodurch Mana und Ausdauerregeneration kurzzeitig enorm verbessert wird. Inhalt wird gespeichert und mit diesem Speichern der Inhalte verabschiede ich mich für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!